So, wir müssen uns jetzt alles einprägen. Ah, ja, ja. Ob wir uns einprägen müssen? Naja, irgendwelche Wege hier, wo diese Duschen sind. Zu? Ja. Ah. Weiß nicht. Na, ah, schön. Oh, nee, war mit F. Wunderbar. So, schön. Jetzt sind die Quicktimes los. Ich freue mich. So, ein schöner Alienschwanz. So, Fahrstuhl eingeschaltet. Freut mich. Wo ist er? Alter, ich bin so tot. Ich bin so tot, ich schwört euch. Hallo. Hallo. Natürlich. Es ist zu. Es ist zu. Hau ab. Geh weg. Ah. So, wir müssen irgendwie in diese Stickstoffdusche locken. Nichts leichter als das. So gefällst du mir schon besser. Nachschlag. Ah, ich verpiss mich. Und ich lade nach. Sind die Duschen jetzt reaktivierbar? Ah! Sind die reaktivierbar? Spielen wir jetzt Verstecken oder was? Ich würde sagen, ja. Hm. Okay, das hier nicht. Wahrscheinlich müssen wir ihn auch in gewissen Arealen einfach vernichten. Also, beziehungsweise bis zu einem gewissen Punkt halt so weit schädigen, dass er sich verkrümelt. Oh. So ein Mist, Alter. So, das ist das Ziel. Aber ganz langsam. Ganz langsam, ey. Was willst du tun? Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Nein, da kann man nicht. Und... Na, das ist scheiße. Guck doch mal hier hin. Hier ist schon noch Loot. Hier ist schon noch Loot. Hör mal. Okay, vielleicht nicht verpissen sollen. Ja, er kann natürlich überall durchrennen. Das ist für ihn gar kein Problem. Er kommt immer durch irgendwelche Löcher durch und ich bin der Effekte. Für mich... das ist doch scheiße. Der Fahrstuhl ist so lange noch nicht da, Alter. So, ist die erste Dusche denn wieder aktiv? Ja, die könnte man... Da, machst du doch an! Du solltest mal killen. Das scheint noch nicht zu reichen. Schön. Schön, schön, schön. Oh, Mann. Okay, der Fahrstuhl braucht noch 1000 Jahre. Wunderbar, ich freue mich. Ist er da? Nein, Mann, nein! Und spring doch jetzt nicht rein. Das ist doch scheiße. Hi. So, warte mal, hier vorne war keine, wa? Nein, er ist natürlich auf meiner Seite rausgekommen. Ganz tolle Sache. Ganz, ganz toll. So, hier ist immer noch zu. Hier ist immer noch zu. Na, sicherlich. Darf ich kurz vorbei? Ja, darf ich? Schön. Ganz großer Scheiße. Ganz großer Scheiße.
Das darf nicht wahr sein, Alter. Das darf nicht wahr sein. Nein, und er war ja nicht da. Er war gar nicht da. Es hat ihn gar nicht mal interessiert. Er war weg. Mann. Hau ab. Oh, der Ding ist noch am Arsch. Oh, nein. Naja, das kannst du vergessen hier. Ja. Er sieht schon wirklich krass aus. Die Weste macht's nicht mehr lang. Nee. Ja, komm, ohne die Stickstoffduschen bin ich am Arsch. Das wird nichts. Das Problem ist aber, jedes Mal, wenn ich die Dinge auslöse und er sich verpisst, irgendwie habe ich natürlich auch nichts irgendwie gerissen. Ja, schön. Wenigstens der Fahrstuhl da, ich freu mal. Hau ab! Dann verpiss ich mich jetzt einfach. Nein! Ich hab genug von diesen Spielchen. So, ich weiß nicht, ob mir das jetzt was gebracht hat irgendwie. Erbarmenswerte Schaf. Dein Leiden kann enden. So wie für unsere jüngste Tochter, die nun eine der unseren ist, die aus unserem Fleisch ist, unserem Blut. Mein treuer Jünger wird ihr den Weg weisen. Jetzt geh, bring den umherirrenden Kindern die Erlösung. Wie ihr wünscht. Ich mach dir einen guten Preis. Geht's dir besser? Ja, scheint zu wirken. Tja, leider wird die Wirkung schnell nachlassen. Das Mittel hat dir höchstens ein bisschen Zeit verschafft. Kann es weitergehen? Ich schaff das schon. Ashley ist wichtiger. In dem Fall wissen wir, was zu tun ist. Dann komm, Sancho Panza! Retten wir Prinzessin Dulcinea! Du tust dir bloß weh. Hey, das war meine Lanze. Okay, ist gut, ich komm ja. Warum hilfst du mir? Was ist da für dich drin? Kein Grund, misstrauisch zu sein. Ich will einfach bloß helfen. So, okay, gut, dann schauen wir mal erstmal. Wir sind jetzt mit Louis unterwegs und wir zur Oberfläche gelangen. Wir haben den Händler vor uns. Wenn der Händler in einem neuen Kapitel erhältlich ist, kriegen wir meistens irgendwas Neues. So, was haben wir denn neu? Was ist neu? Deine Kohle oder dein Leben. Da war jetzt erstmal alles neu. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Jetzt wollt ihr sehen, was neu war? Goldener Jeton? Bitte, wo wir unsere Ware her haben? So, wir können hier nochmal schauen, ob wir jetzt nochmal den Stein. Oh, den Stein können wir einsetzen. Hooray! Schawumms. Na, jetzt brauchen wir bloß noch ein Eckchen Stein. Und dann. Oh, jetzt haben wir schon. Oh, knapp 56.000 PC, das haben wir schon für das Ding. Ich freue mich. Wie du meinst, Fred. Willkommen. Willkommen. So, verkaufen können wir ansonsten, glaube ich, noch nichts, ne? Die elegante Krone können wir noch nicht weggeben. Nee, wir können nichts. Aber wir können unsere Weste reparieren. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Das Messer. Spezialupgrade. Okay, na. Na komm. Das wird mal repariert. Aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Ja, komm.
Komm, hier könnten wir jetzt eigentlich mal. Für diese Arbeit braucht es ein bisschen mehr Damage. Ein bisschen mehr Damage. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Na. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Erstmal nicht. Vielen Dank. Reise. So, hier haben wir noch eine Kiste. Die machen wir kaputt. Und dann geht die Journey weiter. Wir müssen an die Oberfläche gelangen. Oh, ein Spinell. Schön. Und ein rotes Kraut. Ich habe jetzt natürlich kein grünes Kraut mehr. Ist ja klar. Es ist ja immer dasselbe. So, Protokoll des Vorarbeiters. Datum 11. Oktober. Heute war der schlimmste Tag meines Lebens. Meine Tochter wird 5 und was mache ich? Ich sitze in einem versifften Boot auf dem Weg zum Arsch der Welt. Wenn die Bezahlung nicht so gut wäre, würde sich garantiert keiner freiwillig diese dazu bereit erklären, zum Arbeiten in die Pampa zu fahren. Wenn du wüsstest. Datum 19. Oktober. Die in der Burg ermahnen uns ständig, bei der Ausgrabung mit besonderer Vorsicht vorzugehen. Aber ein paar der Arbeiter sind zusammengebrochen, nachdem sie bloß etwas Staub eingeatmet haben. Irgendetwas verschweigen die uns hier. Es gibt zu viele Ungereimtheiten. Ich habe auch angefangen zu husten. Ich sollte schlafen. 26. Oktober. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Allein heute habe ich 3-mal Blut gespuckt. Ich fühle mich schwach und kann mich kaum bewegen. Ich hätte nie herkommen sollen. Ich wollte bloß Geld verdienen, aber wie es aussieht, zahle ich den Preis. Ich bin ein beschissener Vater. Es tut mir so leid, meine Kleine. Du hast Besseres verdient. Datum Oktober. Seit morgen Kopf arbeite nicht. Warum? Mehr Bluthusten. Krabbeln vielen Insekten. Ihre Stimmen. Ein herrlicher Tag zum Arbeiten. Das Graben bereitet mir solche Freude. Ich bin durch und durch glücklich. Alles gebe ich euch. Alles für euch, Lord Sadler. Schön. Na, das gab ja mal eine 180-Grad-Drehung. Oder eine 360-Grad-Hörn, ihr habt das. Wie man ja heutzutage sagt. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. That's right. So, hier vorne haben wir nochmal den Zugang zur Shooting Range. Oha. 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 Okay, okay. Naja, dann wissen wir ja. Das ist der Weg. So, hier sind wir runtergekommen. Hier ist nichts. Gehen wir mal weiter. Nicht so leicht, jemandem zu vertrauen, der mal für Umbrella gearbeitet hat. Du weißt es also. Umbrella ist erledigt. Um die brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Worauf bist du aus? Ich will mich wohl in meiner Haut fühlen. Es wieder gut machen. Sowas in der Art. Okay, da vorne mal ein bisschen TNT. M4. Bekanntmachung Sprengstofflagerung. Das Dynamit wurde in Lagerraum M4 verlagert. Hinweis zum Umgang mit Sprengstoffen. Einstürze sind an der Tagesordnung. Haltet ausreichend Abstand zum Explosionsbereich. Sollte es zu einem Unglück kommen, räumt sofort auf. Räumt auf. Nimm den Arm damit. Er sorgt dafür, dass immer ausreichend Arbeiter vor Ort sind. Yay. Okay, sollen wir uns jetzt irgendwie den Weg hier... Ach du Scheiße, freisprengen? Ah, okay, da soll wahrscheinlich halt Dynamit rein. Oder? Also sind das jetzt einfach nur aufgemalte Löcher oder sind das Löcher, wo man Dynamitstangen drin macht? Hey, seit wann ist das hier eine Sackgasse? Ja. Da ging's eigentlich zum Ausgang. Schauen wir mal. So, wahrscheinlich, wir müssen jetzt erstmal irgendwas finden, womit wir uns hier freisprengen können. Hm, okay. Da können wir ja mal schauen. So, Sprengstofflager ist natürlich wieder gut besucht hier. Okay, vielleicht können wir uns hier ein bisschen freisnipern. Ah, vielleicht treffen wir auch erstmal. Alter, natürlich gegen die Stange. Hör auf. Und nochmal gegen die Stange. Das glaube ich ja nicht. Siehst du, schon ist Benny mein Glückskeks weg hier. Zweimal gegen den scheiß Pfosten geballert. Ist doch nicht wahr. So, jetzt wissen sie auf jeden Fall, dass wir da sind. Das lief ja nicht so gut. Die Frage ist, wo kommen sie hoch?
Ah, Lofarando. Einer weniger. Haben die Dynamitstangen alle in der Hände? Ach du Schande, ey. Das ist nicht so geil. Und? Seht ihr noch irgendwo welche? Ja, okay. Erstmal ruhig. So, Frage ist aber auch, muss ich Luis Sierra jetzt hier hochheben? Mal rüberspringen, okay. So, schauen wir mal, ob jetzt irgendwas getriggert wird. Hör keine Kettensäge? Hör keine Kettensäge? Nein! Der Kettensägen-Idiot! Nimm deinen Kopf da weg! Cuidado! Mit den Kettensägen ist nicht zu spaßen! Ach, echt? Dynamit, Dynamit, Dynamit! Schieß doch auf den... Nein! Er lädt nicht nach! Er lädt nicht nach! Ja, klar, kein Problem. Brauch Hilfe. Schönes Ding. So, nachladen. Oh, schnell. Oh, Scheibenkleister. Jetzt aber hier mal weg. Bingo. Ich lache nicht für die Scheiße. So, Controller halten. Okay, Munition. Ist der Kettensägen-Typ tot? Nein! Alter! Oh ja, schön, er ist tot. Mal gucken, was er halt fallen lassen. Sehr schön. Ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, wenn er ebenfalls feuert. Ach! Konzert, ja, maßregel mich mal noch hier, Freundchen. Topic Spinne! So. Nach. Das übernehme ich! Muss denn die Troller mit dem. Ach, Mist. So, das Schlimme ist halt, wenn du halt so schnell nachzielst, trifft er auch nicht wirklich. Nein, noch so eine? Eine von den scheiß B-Land-Schwestern, ihr kriegt keine Marke, das darf doch wohl nicht wahr sein, ey. So, wäre mal geil, wenn sie irgendwie zu dem roten Fass laufen würde. Kriegen wir die ja irgendwie hin? War gerade noch irgendwie... Wo ist sie? Da ist sie, okay. Probieren wir mal. So. Na, dann komm mal her. Put, 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 put. Die steht relativ häufig hier auf, muss man mal sagen. Endlich. Schönes Ding. Wunderbar. Haben wir sie. Sind jetzt alle Gegner weg? Ich glaube nicht, ne? Doch, Musik, schreckliche Musik hört auf. Oder doch nicht. Schauen wir mal kurz. Da hinten haben wir noch ein bisschen Pistolenmunition und es liegen noch zwei Schätze rum. Die lassen wir uns nicht entgehen. Wo befinden sie überhaupt? Nee, das ist ja nicht. Das ist eine Öllampe. Die hätten wir auch schön benutzen können. Verdammt. Naja, ah, hier ist er. Hallo? So, noch ein Saphir gefunden. Wunderbar. So, Pistolenmunition habe ich hier noch gesehen. Kann man das hier irgendwie aktivieren? Nee, kann man nicht.
So, wo ist da hinten? Ist die Pistolenmunition? So, kurzen Blick auf die Karte. Hier vorne haben wir noch... Hier haben wir noch einen Schatz und hier haben wir noch einen Schatz. Aber hier kommen wir nicht vorbei, ne? Der war bestimmt... Ach, der war oben, ne? Aber hier kommen wir bestimmt nochmal hoch. Okay. Gut, ich denke mal, wir müssen hier hochlaufen, damit wir die Brücke aktivieren können. Probieren wir es mal. So, mal schauen, ob jetzt nochmal irgendwelche Feinde kommen. Es wäre ja schön, wenn es nicht so wäre. Ansonsten bin ich ja hier schon wieder gleich meine komplette Munition los. Und was höre ich? Von wo kommen sie? Alter, was ist das? Selbstmordattentäter oder was? Was ist los mit dir? Was ist jetzt bitte? Wo? Ach du Scheiße, da oben. Ja, schön. Na, von mir aus spreng dich ruhig selbst in die Luft, mein Freund. Wenn dir das Spaß macht, zieh durch. Mein Segen hast du. So, okay, schnell weiterrennen. So, wo ist er? Alter, was ist denn los heute mit mir? Ich treffe heute hier mal gar nichts. So, da wird. Yes. Okay, er verwandelt sich noch. Lass mal erstmal links liegen. Alter, ist denn nicht doch. So, nochmal eine kleine Rasur, mein Kleiner. Und dann passt das. Schießpulver, wunderbar. Da schon wieder gerade Dynamit fliegen hören. Okay, gut. Hier haben wir erstmal das Dynamit. Das war anscheinend für den Stein. Kurzen Prozess mit der Sackgasse. Ach, schön. Also, wirklich, die Kommentare sind hier halt schon echt was ganz Besonderes. Was ganz, ganz Besonderes. Oh, und hier ist der Schatz. Was haben wir denn hier? Eine goldene Sanduhr. Yay! Und einmal mitgenommen. So, was haben wir denn? Tja, wir könnten jetzt hier nochmal nach dem Schatz gucken. Machen wir auch, wa? Wir sind halt einfach... Ah, wer weiß. Der Moment wird kommen, wo wir sagen, ah, na Mensch, jetzt hätten wir doch noch die 3 PC das noch mitgenommen. Da ist er. Adabam. Ein Spinell. So, dann gehen wir mal zurück und sprengen uns den Weg frei. Ich denke mal, dass wir hier vorne jetzt durchkommen. Perfekt. Sehr schön. Und schauen wir mal. Wir haben ja so ein schönes Gitter hier auf den Stein gemalt bekommen. Der wird es jetzt bringen, hoffentlich. Und wir nicht genau exakt in dieser völlig bizarren Reihenfolge. Also. So. Oh. So, bevor die Bootshauskerzen ausgeblasen werden, gehen wir mal ein bisschen weg. Okay. Schweine gehabt. Hältst dich erstaunlich gut. Sicher, dass du bloß ein Forscher bist? Ich bin nur ein normaler Typ, der zufällig gut bei Frauen ankommt. Mhm, klar. Ganz bestimmt. So, ein paar Pesetas eingepackt. Blick auf der Karte und hier ist unser nächster Punkt, wo wir hin müssen. Nein. Oh nein. Nach Ihnen, werter Herr. Ich erwähnte vorhin, es wird einen Punkt geben, wo wir den Raketenwerfer brauchen könnten. Das ist er. Haben wir den Raketenwerfer? Nein, wir haben ihn nicht!
Aber was wir haben, ist ein Höhlentroll. Und der Töne ist... Du schuldest mir was. Es ist nicht nur einer. Er hat seinen hässlichen Kumpel mitgebracht. Läuft das bei dir immer so? Ach, scheiße, ey. So, dann mal den Riesen besiegen. Ja, ja, wird super. Wird super. Jetzt kannst du alle Bäder haben. Los geht's. Er hat sich bewegt. So, lauf mal hin da. Los. Ah, scheiße. So, wir haben ein Gitter. Und wir müssen es irgendwie schaffen, dass die da drauf stehen bleiben. Weil dann können wir sie quasi versenken. Also, ne? Ins Feuer fallen lassen. Oh. So, dazu müssen wir aber natürlich ein gutes Timing haben. Los. Scheiße, natürlich nicht. Alter, da steht doch keiner mehr auf, irgendwie, wenn du da so einen Fußtritt abkriegst. So, wir müssen sie irgendwie hierher locken. Ich würde auch vorsichtig sagen, dass ich mir die Munition, glaube ich, sparen kann. Das, also, da jetzt auf den zu schießen, weiß ich nicht. Scheiße. Na, das wird nichts. So, die sind natürlich auch nicht blöd. Ah. Schwere Granaten. Ah, fuck. Oh, eine schöne Kelle gerade gekriegt hier. Wunderbar. Los geht's. Dann mach doch, los. Er hat sich bewegt. Ah, okay, der rafft also, was wir hier tun. Das ist schlecht. Wie kriegen wir die da vorne gestunt? Okay, er hat hier eine Rüstung. Komme ich hier irgendwie hoch? Zwar muss ich erstmal den anderen irgendwie versuchen, platt zu kriegen. Oh, scheiße, ey. Ich sag, so ein Raketenwerfer, der würde jetzt bringen. Der würde jetzt richtig bringen. Hol ab, Alter. Was ist denn? Was willst denn hier? Das, da bringt doch keine Punkte. So, die sind natürlich auch einfach nur ziemlich kurz irgendwie betäubt. Und probieren wir es. Er hat sich bewegt. Ja. Er hat sich bewegt. Okay. Wie kriegen wir die hier? Oh, also wenn, tatsächlich werden wir wahrscheinlich erstmal den ohne Rüstung hier fertig machen können. Lass mich durch die Luke fallen! Los geht's! Schön, einer weniger, wunderbar. Das ist natürlich eine geile Kiste. Ich hoffe, der bleibt drin. Nice! Das wollte ich sehen! Nice, das wollte ich sehen. Ja, wie kriegen wir... Ah! Wie kriegen wir den jetzt down? Sieht aber auch aus, als wenn er gerade einen Katapult nach Moya geschoben hat. Nach Gondor meine ich, nicht nach Moya. Wo hin will ich? Yeah. Na? Oh! Mal schön einen Latsch bekommen hier. Ah, wo ist denn Luis? Luis? Kitzeln! Leon! Hier drüben! Okay, Dynamit. Und ja, was willst du machen? Ich bin hier. Ah! Was ist. Was machst du denn? Beeil dich! Ach, komm, Alter! So, anzünden wäre sinnvoll gewesen, oder? Meinst du nicht auch? Wir können versuchen, drauf zu schießen, aber... Ich habe ein Geschenk für dich mitgebracht. Leon, schieß drauf! Ja. Sehr schön. Genau wie geplant. Alles klar, geben wir ihm den Rest.
Oh, echt jetzt so eine God of War Nummer? Komm ja auf. Du hast da einen ganz ekelhaften Ausschlag am Rücken, Mann. So, schön. Und was jetzt? Jetzt haben wir nämlich keinen Dynamit mehr. Sollen wir schnell nachladen? Ah! Oh je! Oh je, 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 je. Alter, ich treffe hier einen Scheiß gerade. So, letzter. Und jetzt nochmal Messerattacke. Messerattacke, Nahkampf. Schnitzel und ab nochmal ein bisschen extra Fleisch. Und was für eine Soße darf es denn heute sein? Boah, echt dreimal? Wirklich? Ich hab nur noch 7 Schuss hier. Leon! Benutzt die! Oh, danke. Genau richtig. Oh, nicht doch. Und noch Luis. Der ist viel saftiger. An mir ist doch nicht dran. Ah! So. Nun wird es Zeit für eine kleine Heilung. Warte mal, ich würde mal erstmal das hier benutzen. In der Hoffnung, dass ich noch mal irgendwo Gelbe finde. Oh! Luis, wie sieht's aus? Triffst du oder was ist? Schießt du mit Erbsen? Ja. Ah! Da hast du und da kriegst du und da vom Messer links und rechts einer und der Koffer der Dart. Das sieht gut aus. Krasse Nummer, ey. Wir haben ihn!